Hatten sie den Wasservögeln abgeschaut. So spart auch der Albatros Energie und Kraft, wenn er unmittelbar über den Wellen dahinsegelt. Beim Albatros bildet sich unter den Flügeln Stauluft, wenn er sich dicht über der Oberfläche bewegt. Also ein Luftpolster, das den Auftrieb erhöht. Der sogenannte Bodeneffekt. Seit Entdeckung dieses Phänomens wollen Erfinder Flugboote, oder genauer gesagt, dieser Mann, Alexander Lippisch, entwickelte auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs in den USA und Deutschland die ersten Bodeneffektgeräte. Lippisch baute zunächst für die deutsche Wehrmacht Flugzeuge. Er konstruierte den Delta-Flügel und schuf die Me-163. Nach dem Krieg ging er in die USA und nutzte den Delta-Flügel auch für Flugboote. Das Höhenleitwerk des Flugbootes war eine Reaktion auf ein frühes Erlebnis mit dem Grundproblem der Bodeneffektfahrzeuge. Ein überlieferter Bericht des in den 70er Jahren verstorbenen Lippisch. Arthur Collins und ich waren klammheimlich zu einer Probefahrt auf einen unserer Seen hinausgefahren. Wir begannen uns gerade über das zunehmende Tempo zu freuen, als sich plötzlich das ganze Vorderteil unseres Gefährtes aus dem Wasser hob. Wir nahmen intuitiv das Gas weg und verhinderten damit einen Rückwärtsüberschlag. Ein Flugzeug hat in der Luft eine natürliche Stabilität. Die Oberseite der Tragflächen ist stärker gebogen, sodass die Luft oben schneller vorbeizieht als unten. Dadurch entsteht der Auftrieb, der das Flugzeug nach oben hebt. In Boden- oder Wassernähe wird dieses Gleichgewicht gestört. Je höher die Geschwindigkeit und je niedriger das Fahrzeug fliegt, desto weiter wandert der Druck durch das Luftkissen nach vorne. Er kann das Fahrzeug sogar auf den Rücken werfen. Mit einem Höhenleitwerk, das hoch über dem Boden, also nicht im Bodeneffekt, arbeitet, wollte Lippisch diese Überschlagsneigung kompensieren und das ganze System stabilisieren. Lampe, die haben wir genau hier an diese Türkante unten reingesetzt. Ne? Klaus Matjasik und Hanno Fischer konstruieren und bauen ebenfalls Flugboote. Zurzeit entsteht gerade ein sechssitziges Wassertaxi für Australien. Hanno Fischer ist der Gründer der Fischer Flugmechanik GmbH im Ruhrgebiet. Fischer war Chefingenieur beim Rhein-Flugzeugbau, als er Lippisch kennenlernte. Sie wollten Flugboote als Aufklärer für die Bundeswehr bauen. Aber dann kamen die Jets, mit denen man das Radar auch unterfliegen konnte. Fischer war jedoch dem Reiz des Schwebens verfallen. Er entwickelte ein ziviles Flugboot, den Airfish. Das erhoffte große Geschäft blieb aus. Immer wieder musste er feststellen, dass er mit seiner Entwicklung zwischen zwei Stühlen saß. Die Flugzeugindustrie sah im Wasser eine Gefahr für ihre leichten Konstruktionen und die Werftindustrie wollte mit dem Leichtbau nichts zu tun haben. Das Ding war eben weder Flugzeug noch Schiff. Anstoß war Dr. Lippisch, der bekannte Vater aller Delta-Flugzeuge, der in den USA für seinen Arbeitgeber das schnellste Boot machen sollte. Und da er eigentlich ein Flugzeugbauer ist und kein Schiffbauer, hat er gesagt, müssen diese Geräte vom dicken Wasser weg. Und da bin ich mit Lippisch zusammengetroffen. Er hat mir erzählt, wie er das aerodynamisch gelöst hat. Und wir haben dann die Struktur dazu beigebracht, indem wir glasfaserverstärkten Kunststoff, wir hatten die meiste Erfahrung auf dem Gebiet, eingesetzt haben, um ein Gerät zu bauen, was die Wasserlasten trägt, aber die Luftlasten wie ein Flugzeug mit geringen Gewichten aushält. Auch bei dem aktuellen Auftrag wird glasfaserverstärkter Kunststoff als Grundmaterial genutzt, denn er ist widerstandsfähig und leicht. Nach der Fertigstellung wird das Wassertaxi als erstes Versuche vor der australischen Küste absolvieren. Noch gibt es viel zu tun, bis das ungewöhnliche Taxi seine Kurven ziehen wird. Die Kurvenfahrt wird stattfinden praktisch wie in einem Flugzeug mit maximalem Komfort. Und zu dem Zwecke wird das Fahrzeug Schräglage einnehmen und dann zu Kurven beginnen. Mit den Rudern geschieht Folgendes. Wir haben an den Winglets Hinterkanten sogenannte Querruder.
die koordiniert, aber entgegengesetzt ausgeschlagen werden. Dadurch werden die Flächen auf der Außenseite angehoben, auf der Innenseite gesenkt, sodass die Schräglage vorhanden ist. Um jetzt das Drehen in die Kurve einzuleiten, werden gleichzeitig und koordiniert an den Seitenflossen hinten liegende Seitenruder ausgeschlagen, die dann die Drehung um die Hochachse erzeugen. Mysterium 1994 ein Forschungsprojekt ins Leben rief. Es sollten die technischen Probleme gelöst werden, um Flugboote in Zukunft als Verkehrsmittel einsetzen zu können. Technisch gesehen ist die Eigenstabilität der Fahrzeuge natürlich ein Thema, das aber weitgehend gelöst erscheint. Das zweite Thema, das wichtig ist, die Sicherheit. Hier brauchen wir auch internationale Vereinbarungen. Das wird sicherlich machbar sein. Und das dritte ist die Wirtschaftlichkeit und hier insbesondere der Energieverbrauch. Technisch gesehen heißt das, dass man beim Start nicht zu viel Energie mehr braucht wie im Flugzustand, weil das dann die Auslegung und damit die Wirtschaftlichkeit beeinflusst. Bei einem Flugzeug bildet sich unter der Tragfläche ein Überdruck, oberhalb ein Unterdruck. An den Tragflächenenden gleichen sich die unterschiedlichen Druckverhältnisse aus. Es entstehen Verwirbelungen, die den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen erhöhen. Im Bodeneffekt können sich diese Luftwirbel durch die nahe Oberfläche nicht so stark entwickeln. Dadurch und durch das Luftkissen entsteht ein bis zu 2,5-fach stärkerer Vortrieb. Vom Prinzip sind Bodeneffektfahrzeuge also sehr ökologische Fortbewegungsmittel. Der Russe Alexejew löste das Startproblem, auch bei seinen kleinen Modellen, durch vorne angebrachte Triebwerke, die die Tragflächen unterblasen und so selbst im Stand für Auftrieb sorgen. Ein wenig ökologisches Powerplay. Welche Ansätze fördert und favorisiert das deutsche Forschungsministerium? Wir haben zwei Prinzipien unterstützt, die diese Wirtschaftlichkeit versprechen. Das eine läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass man einen Hoover-Effekt wie beim Hoverkraft praktisch erzeugt mit Druckluft. Und das zweite läuft darauf hinaus, dass man beim Start mit zwei kleinen Flügeln im Wasser das Fahrzeug hochbringt in den Flugzustand. Das ist das Höhenleitwerk vom zweiten Projekt, welches vom Forschungsministerium gefördert wird, der Hoover Wing. Das neue Bodeneffektfahrzeug von Hanno Fischer. Das Startproblem will Fischer mit seinem Team dadurch lösen, dass ein Teil des vom Propeller erzeugten Luftdrucks durch eine geöffnete Klappe unter das Fahrzeug zwischen die beiden Katamaranflächen geleitet wird. Schürzen vorne und hinten halten die Luft, sodass in der Startphase ein zusätzlicher Auftrieb erzeugt wird. Wenn der Hoover Wing die notwendige Geschwindigkeit erreicht hat, dient die gesamte Motorkraft dem Vortrieb. Schiffsversuchsanstalt in Duisburg. Experiment mit einem Hoover-Wing-Modell. Bei Glattwasser hebt das Gerät nach einer kurzen Startphase aus dem 180 Meter langen Wasserbecken ab. Fischer und Matja Sick können bei diesen Versuchen leicht das Modell verändern, mit dem Computer die neuen Flugeigenschaften erfassen und so schnell und billig ihre Entwicklung optimieren. Drehzahl haben wir nicht. Nein. Ja, müssen wir nach dem Essen noch mal wiederholen. Okay. Ja. Zweiter Startversuch nach der Mittagspause. Die Wellenhöhe wird gesteigert. Außerdem soll bei diesem Versuch die Motordrehzahl erfasst werden. Hanno Fischer beobachtet, wie der Hoover Wing trotz seiner Starthilfe nicht aus dem leicht bewegten Wasser kommt. Nach dem Prinzip Versuch und Irrtum scheitern auch 7 weitere Flugversuche an diesem Tag. Ein anderer Schauplatz, das gleiche Problem. Ein weiterer Startversuch, diesmal in Holland auf dem IJsselmeer, mit dem Versuchsfahrzeug des Hoover Wing. Getriggert
Getriebeschaden. Nach kurzer Fehlersuche wird der Versuch abgebrochen. Trotz vieler Rückschläge hält Hanno Fischer an seinem Ziel fest. Das Ziel in Kurzform nochmal zu sagen ist, dass wir die Lücke zwischen dem langsamen, aber sehr billigen Schiffstransport und dem schnellen, aber leider Gottes sehr teuren Lufttransport, dass wir diese Lücke füllen. Genau dazwischen wollen wir. Und wieder einmal muss das Archiv bemüht werden. So sieht es aus, wenn der Hoover Wing mal aus dem Wasser gekommen ist. Wie können sich diese Fahrzeuge später mit einer Geschwindigkeit von mehreren hundert Stundenkilometern auf dem Wasser zwischen anderen Booten und Schiffen bewegen, ohne dass jemand zu Schaden kommt? Hanno Fischer sieht darin kein Problem. Für uns sind im Prinzip andere Schiffe ein stehendes Gerät, denn die sind so langsam, dass sie im Verhältnis zu unserer Fluggeschwindigkeit als stehendes Objekt angesehen werden können. Da gilt weltweit die Regel, dass der Schnellere immer dem Langsameren ausweichen muss. Folglich muss man gute Manövrierbarkeit haben, das haben wir. Wir haben sehr enge Kurvenradien, wir haben sehr kurze Stoppstrecken im Notfall, wir stehen in drei Bootslängen und wir können, wenn wir wollen, auch drüber springen. Aber wir haben wie ein Skispringer die kinetische Energie und können also auch über Hindernisse wegspringen. Zum rechtzeitigen Erkennen von Hindernissen sollen die herkömmlichen Radarsysteme dienen. Ganz typisches Dänemark. Da gibt es Aarhus nach Kopenhagen, das sind 100 Kilometer Wasserlinie, aber 350 Kilometer über Land. Das heißt, die Leute, und es sind 1 Million Leute, die darum wohnen, die fahren über Land rund 3,5 Stunden hin und 3,5 Stunden zurück. Wir können das in 25 Minuten machen. Das heißt, es ist viel wirtschaftlicher, viel schneller. Nur wir müssen die Glaubhaftigkeit, dass so ein Gerät im täglichen Einsatz unter behördlichen Auflagen funktioniert, das müssen wir noch erbringen. Der Hoover Wing 80 konzipiert für den Transport von 80 Personen mit 180 km/h über 800 Kilometer als typische Distanz über die Ostsee. Visionen sind also bei den Entwicklern vorhanden. Thank you.